Leute, ich begrüße euch. Ich begrüße euch. Ich begrüße euch zur weiteren Runde von Magicraft. Wir sind wieder am Start. Gestern habe ich einen Testrun gemacht und musste feststellen, Heilige Maria, das war richtig cool. Oh, warte mal. So. Das war richtig cool und das werden wir auch jetzt wieder machen. Ich bin hier auch momentan noch währenddessen im Essen. Also, sorry dafür. Nice. Sollte man nicht, aber ich habe echt Hunger. So. Ich habe gestern nämlich eine richtig geile Kombi gefunden, inspiriert vom lieben Kommissar T. Er hat eine Idee nämlich, beziehungsweise er hat es im Video gezeigt und ich muss, ich habe nicht schlecht gestaunt, sagen wir es mal so. Und das war schon ziemlich geil. Star Arrow, die wir nämlich sehr brauchen. Honig. Website brauchen wir ja. Kurzfilm brauchen wir auch. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Aber brauchen wir nicht. Schön reiten brauchen wir. Wir brauchen eigentlich einiges nicht. Danach müsste ich eigentlich theoretisch mal wieder ein bisschen fahren gehen. Das ist sehr gut. Den Trank direkt zu bekommen, ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja. Was wollen die Butterfly uns sagen? Natürlich auf eine Mitte. So, da sind wir wieder. Für euch keine Zweifel haben, für mich schon. Da ich fertig gegessen habe. So. Also wichtig ist eigentlich die Zauber, die wir hier bekommen können. Sind halt super wichtig. Ja. Und wieder der absolute gute Damage. Thank you.
sehr wichtig. Und Olli ist für unser Vorhaben auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig. Eigentlich müssten wir uns zweimal Heal geben, deswegen gehe ich jetzt mal in meinen Lebensraum rein. Das ist natürlich schon der erste Boss am Start, das ist natürlich kacke. Also. Ja, das ist... Ist zwar scheiße, aber wir brauchen halt den Platz, deswegen nehmen wir den auch direkt mit. So. Nee. Es gibt auch eigentlich eine relativ gute Kombination mit den Schmetterlingen, aber die machen wir ja natürlich jetzt nicht. Eventuell vielleicht in der nächsten Runde. Können wir hier gerne mal machen. Problem ist da wahrscheinlich. Diese Dinge hasse ich ja sowas von, ne? Ach ne, schon wieder da. Digga, ich kriege ja irgendwie viel zu viel Schaden. Ich habe 64 Leben nur noch, Alter. Das ist doch... Ich muss echt mal lernen, mal ein bisschen chilliger zu machen hier alles. Das und das sind es. So. Da haben wir schon unsere Key-Items. Viele denn noch bitte? Ja, sehr wichtig auch. Sehr gut. Somit kommen wir auch definitiv jetzt erstmal durch. Ganze Schmarrn hier. Das ist gut. Für den Anfang auf jeden Fall sehr stark. Aber wir uns jetzt keine Sorgen machen. Das war eine sehr gute Idee, hier in den Vorsprung zu gehen. Allein für den extra Raum. Ultra wichtig.
Wunderbar. Also jetzt haben wir die Key-Items und wir haben auch direkt schon mal ein richtig starkes Item. Holy moly. Weitere Key-Items? Ja. Der wird auch ein wichtiges Item sein, falls wir das Item bekommen, was wir brauchen. Und zwar dieses Mana Plus Item. Und den bekommen wir natürlich ziemlich gut. Jo, Alter, wie viele denn noch? Okay, Shop wichtig. Da haben wir direkt schon unser Volley auf 1. Sehr stark. Sehr stark. So, wir bräuchten. Auch sehr stark. Wir bräuchten noch auch sehr stark. Alte Schwede. Wollen die Tool auch direkt mal mitnehmen. Wir bräuchten auf jeden Fall noch die Schlüssel mit. Scheißwort nicht. Duett, meine Fresse. Ich stehe auf jeden Fall mit Duett. So, einmal hier. Und nochmal Schlüssel. Split wäre eigentlich tatsächlich auch gar nicht mal so eine schlechte Idee, aber ich glaube, das würde dann zu reinkrachen. Deswegen machen wir da erstmal ein bisschen Piano. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Dass wir den nächsten Raum bekommen. Ich hoffe da. Oh. Alright. Wow. Not bad. Würde ich mal behaupten. Mit und auf jeden Fall nehme ich den auch mit. Kostet zwar 99, aber das ist im Endeffekt, wenn man den früh bekommt, rentiert sich das sehr gut. Sehr gut. Kriegst halt am Ende sehr viel wenn du nicht so viel Damage kassierst, sehr viel Rüstung zurück. Super.
Level 3. Oh, yes. Wir haben zwar nicht genug Gold, aber das wird sich auch hoffentlich später noch zeigen. Auf jeden Fall noch ein Doppeltrank. Doppeltrank. Gehen auf die Ebene auf jeden Fall. Das ist drehen richtig. So nervig, Alter. Übelst nervig. Und da kommt noch mehr? Ah, okay, Geister. Geister sind okay. Ah, Digga, das ist kacke. Den nehme ich mit, aber das war jetzt echt nicht so geil. Ja, da machen wir mal wieder unser Trick. Multishot, Leute. Let's go. Muss man eben kurz noch gucken. So, wir gehen. Eigentlich brauche ich auch Leben, weil ich brauche eigentlich mehr Gold. Interesting. Okay. Somit sind wir jetzt auf jeden Fall erstmal safe. Auf Leben. Alter, diese Dinger gehen mir so auf die Sickle. So. Wie gesagt, also damit sind wir auf jeden Fall erstmal safe. Bis wir dann unsere Kombi machen können, können wir damit auf jeden Fall komplett hemgehen. Den nehme ich auf jeden Fall. Von Spirit weiß ich jetzt nicht. Könnte ich mitnehmen tatsächlich für Pop-Plopsen. Pop-Plopsen. Ach, ich nicht. So, damit wir nämlich die Pops ploppen können. Die beide auf. Für dieses Vorhaben müssen wir die Settings wieder ausmachen und dann auch wirklich immer wieder gespawnt wird. Alter! Woohoo! Ja, ist ein bisschen schade, dass da nicht so was Gutes rauskommt. Relikten, das hatte ich nämlich gestern nicht gehabt. Der Run gestern, der war ziemlich gut.
Und dann kamen wirklich richtig krasse Relikte bei rum auch noch. Mit sehr viel Damage und so. Und ich habe schon echt 1 Million Damage gemacht. Aber jetzt leider nicht mehr. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt können wir aber irgendwie nicht mehr das, was wir wollen. So bräuchte eigentlich. Wobei, ja. Das ist strong. Das hier eigentlich auch sehr strong. Also so ein paar sind schon ziemlich gut dabei. Oh, es ist nicht kleiner zu üben, das ist. Der Boomerang auch noch fertig. Aber die brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Ah, dann nehme ich mal mit. Mach natürlich erst den Trank rein, wenn ich auch den Doppeltrank habe, den Doppelungstrank. Macht ja gar keinen Sinn, wenn ich nämlich jetzt den Trank mache. Und dann da den absoluten Vorteil draus bekommen. So. Das ist wichtig, der ist auch wichtig. Super. Dann bitte noch einmal. Super, so, dann haben wir das hier. Das Problem ist, glaube ich, dass wir noch nicht genug Mana haben für den ganzen Spaß. Wir könnten theoretisch trotzdem versuchen, obwohl wir, glaube ich, noch gar nicht genug Platz dafür haben, weil wir können es theoretisch versuchen. Wir machen auch direkt noch mal mehr Platz, noch mal 2 mehr Platz. So. Ich könnte auch rein theoretisch noch den reinknallen, so ist es nicht. Den Multishot eigentlich reinballern. Jawohl! Okay, es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Den behalten wir. Mana brauchen wir eigentlich nicht. Also, das andere Mana bräuchten wir eventuell, ja, aber ansonsten. Ich nehme das dann trotzdem mal mit. So. Wir mal einfach direkt den Schaden haben dazu. So. Jawohl, guck mal. Das machen wir. Wunderbar, ne?
funktioniert halt wunderbar. Und das ist gerade just fucking der Anfang, ne? Also es ist wirklich gerade mal nur der Anfang. Da kommt noch einiges dazu. Das ist super, den brauchen wir hier auch direkt im Magic Pool mit. So, kommt auch schon direkt der Boss. Der müsste eigentlich jetzt schon schnell drum gehen, ja. Das ist so dämlich, Leute. Das ist einfach so dämlich. Ein Platz mehr. Das heißt, ich könnte noch mal Attack Speed draufknallen, was ich auch mache. Krass. Let's go. Achso, nee, warte mal. Natürlich nehme ich den Stab auch noch mit wegen dem Platz. Wäre ja dumm, wenn ich das nicht machen würde. Den brauchen wir, den auch. Special Room will. Special Room eigentlich sehr wichtig. Ich mit jetzt ist halt höchste Vorsicht geboten. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. 23 Gold. So. In dieser Welt wird es wohl sehr wichtig werden. Definitiv. Was soll ich da machen? Muss ich das denn? Zu generieren. Das ist Wahnsinn. Ja, geht doch. Es geht endlich mal los mit Fiesi Banks Damage. Wir brauchen Damage. Das ist ultra wichtig. Boah, die Maske wäre gut. Ach, ja, ist ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wir müssen auf Leben gehen, definitiv auf Leben. Auf Leben. Das sieht so geil aus, Alter.
Oh ja. Ja, let's go! Upgrade auf das Richtige. Let's fucking go. Beast Fangs. Oh lol. Ja, das ist scheißegal. Das ist auch egal. Natürlich noch die Flugmasse bekommen würden, wäre auch nicht schlecht, ne? Das war sehr dumm. Aber wie man sieht, kriegen wir schon ziemlich viel Rüstung. Das ist sau nice. Wir gehen weiter auf Gold. Gold, 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 Gold. Jetzt da, wo wir auch noch unsere Spitzhacke upgraded bekommen haben, ist Gold natürlich jetzt noch mal umso wichtiger. Und Leben natürlich auch. Ich sage, der High Risk, den wir eingegangen sind, der zahlt sich natürlich jetzt aus. Immer mehr und immer mehr Rüstung kommt dazu. Das wird ja natürlich in der nächsten Welt wird das noch krasser. Da sind ja noch mehr Gegner. Schon der erste Boss. Oh mein Gott. Kriegt der Damage. Der ist einfach weg. Der wurde einfach weggeklatscht. So sieht's aus. Das ist schon geil. Oh yeah, Baby. Sehr, 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 sehr gut. Das ist sehr gut. Neben zu Gold können wir natürlich dann auch mit dem Double machen, wenn wir den mal bekommen würden. Aber das ist schon geil mit den ganzen kleinen. Alter, guck dir die Rüstung an, die kracht so hoch, das ist der Wahnsinn. Boah. Oh ja, den muss ich mitnehmen. So, jetzt. Nee, oder? Nee, ich geh noch nicht auf. Ich glaube, ich werde die Kombi dann tatsächlich aber auch öfters machen. Ich hab's sogar gestern geschafft. Fast geschafft, Trollwasser dabei zu besiegen. Das ist natürlich das obere Ziel, ne? Trollwasser dabei zu machen. Sehr schön ziemlich. Aber ich hatte halt auch ziemlich viel Glück mit dem Mitschlag. Was natürlich jetzt irgendwie fehlt. Fast. Nicht komplett, aber schon gut fehlt, ja. So, dann haben wir hier immer noch keinen. Keine guten Sachen hier. Aber langsam geht's mit dem Gold ziemlich aufwärts. Das ist gut. Da gehe ich jetzt definitiv rein. Ich hoffe, ich kriege den Double. Komm, Alter. Gib mir einfach bitte jetzt den Double. Nein. Aber wieder einen. Oha. Eventuell, wenn ich Glück habe, kriege ich aber auch so einen. Was? Back-to-Back-Relikt-Potion? Wow, das ist crazy.
Gott. Und dann kommt der auch noch. Ich kack ab, Alter. Ja, gut, dann muss ich den dann doch weg tun. Und dann kommt der auch noch. Alter Falter, ey. Ach, den hätte ich aber auch theoretisch eigentlich hier machen können, ne? Nicht umgehen. So, da wir den ja voll gemacht haben, können wir auch direkt das hier. Oh mein Gott, ja. Einfach das so. Na, warte mal. Das ist doch genau. Machen wir das mal so. Jetzt habe ich natürlich wieder viel Gold eingebüßt, ne? Hey, jetzt habe ich den. Was ist denn jetzt mein. Ach, ich hab. Ach so, das ist doch. Ach, der Refresh hat doch funktioniert für den anderen Raum? Ach, scheiße. Das war dumm. Na gut. Das wusste ich nicht, dass es auch so funktioniert. So, dann können wir das hier mitnehmen. Oh, die Pops auf jeden Fall. Das Pop ist zu schwach. Hatten die ja auch jetzt noch den Griff von dem Stab oder was dazu, also das ist schon insane. Ich nehme mal das mit, Alter, guck mal, Digga, guck mal die Rüstung an, Alter. Das ist ja insane, das ist so gut. Oh, wunderbar. Genau das meine ich, Alter. Das war super. Und der Boss, ich glaube, das ist sogar schon ganz ein Boss. Oh ja. Der Damage-Bonus geht rein. Auf jeden Fall auch wichtig. Jetzt eigentlich ein bisschen an. Alles klar. Den nehme ich mit. Den nehme ich auch mit. Das ist natürlich jetzt insane, ne? Das ist natürlich jetzt wirklich insane. Ein Pop würde. Na gut. So, der Pop ist natürlich ein bisschen. Das ist blöd. Ach du Scheiße. Ist sowas von down. Oh, ist das ein geiles Scheiße hier, ey, wirklich.
Das macht so Spaß, wenn man einfach so krank eskalieren kann, ey. Ich nehme mal das mit, weil ich habe hier zwei Cubes drin, was ziemlich gut ist. Wenn ich jetzt theoretisch noch einmal ein Dings bekommen könnte, könnte ich hier auch da richtig fuck. Eieieiei. Oh, das meine ich. Ich hab jetzt noch einen Platz. Der Crit hat mal reingeknallt. 40er Crit? Es ist so gut. Nee, Gold. Ich brauche Gold, Leute. Ich brauche Gold. Auch den Double. Wenn ich den Double Potion bekommen könnte, würde, sollte, dann habe ich Gold. Dann habe ich kein Problem mehr mit Gold. Dann habe ich auch den Damage, den ich brauche. Würde nämlich so viel Faktoren zusammenspielen. Aber ich brauche den erstmal. Ich muss den erstmal bekommen. Ich brauche den Double. Ich brauche natürlich erstmal noch Leben dazu. Aber wenn ich den Double Potion habe, dann trinke ich mir den hier, wenn ich genug Gold habe. Und dann, ne, zuerst trinke ich mir den hier, dann den da und dann den Double. Und dann habe ich bestimmt locker 150, 200 Gold. So, so ungefähr. So. Könnte gut hinhauen. So, was wir natürlich jetzt brauchen ist ein Stab, der natürlich auch von heute sehr stark ist. Da kommt natürlich nur eine Anfrage. Es ist so gut, dass auch noch das kommt. Es ist halt so gut. Ocean HP 4%. Boah, mit Bombe wolle hier. Ja, auch mit Inventory Slot. Joa. Das war schlecht. Scheiße. Ich mag den nicht. Wobei, jetzt mit der wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht. 20 nicht mit. Schon wieder ein Goldtrank. Es ist einfach nur dumm. Mann, ich brauch den. Okay, jetzt brauche ich eigentlich nur genug Gold. Da könnte ich mir den Goldtrank in den Goldtrank reinknallen. Es ist so crazy. Oh, jetzt konnte ich natürlich erstmal ein bisschen drehen, ne? Ja, die Zweier würde ich mir nehmen eigentlich. Ja, danke. Zweier. Ich raste aus, Alter, what the fuck? Einen drehe ich noch. Der Pop 2! Oh nein, Digga! Der Pop 2, Bro. Der wäre es gewesen jetzt. Boah, jetzt habe ich auch noch einen Apex Spell, Alter. Oh, da ist der Shop. Da ist der Shop, Leute. Jetzt müssen wir wirklich darauf hoffen, dass da ja jetzt der richtige Trank kommt.
nicht. Leider nicht. Es wäre so schön gewesen eigentlich. Warte mal. Das ist jetzt ja. Ich könnte den auch mitnehmen eigentlich. Den Stab, den ich rein. Da! Da ist er. Da ist der Stab. Der ist absolut insane. Doch noch mal zwei mehr Platz. Jetzt ist das Gold natürlich futsch. Könnt ihr mal aufhören? Sag mal, ist ja nicht so, als ob das ein bisschen, weiß ich nicht, schwierig ist, wenn ich die ganze Zeit hier Schaden rasieren, nochmal einschoppen. Wenn ihr jetzt kommt, kriege ich eine Krise. Jetzt kann das. Ich glaube, da sind wieder die Beasts reingeknallt. Oh boy, okay, da ist er. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wow. Jetzt habe ich kein Gold. Wow. Ich hasse das wirklich. Jetzt habe ich halt einfach wirklich kein Gold. Ab, Alter. Ja, sehr gut. Scheiß drauf. Das ist natürlich interessant, aber ich gehe natürlich wieder Gold. Shop rein, yippie. Ja, auch viel.
zu sehen, sehen. Habe ich. Oh, fantastisch. Ich habe nicht mehr so viel Räume vor mir, aber das ist nicht schlecht. Okay, warte mal, ich muss jetzt hier reingehen. So, wenn ich jetzt den Pop 2 direkt bekomme, wäre natürlich insane.
Ach Leute, mein Gott, geh mir hier auf den Sack. Fantastisch. Jetzt läuft es. Jetzt läuft es richtig. Schade. So auswerfen. So. Hat wieder kein. Der Boss. Kommt schon der Boss, oder? Digga, ist das dumm, Alter. Oh. War da ein Boss? Ich glaube nicht. Ist das dämlich, ey. Ach du meine. Ah, schade, das ist nicht der. Das ist leider nicht der richtige. Schade. Wäre natürlich noch krasser gewesen, wenn es der richtige wäre. So, wir haben aber jetzt 80% Heilung back. Das könnte knapp werden, ja. Oh shit. Okay, wir sind soweit. Mal so. Double Trigger. Müsste ja funktionieren. Ready. Ich bin ready, Leute. Okay, dann merkt man auf jeden Fall. Der erste Run gestern, der war viel krasser. Den habe ich nämlich schon fast geschafft gehabt. Aber hier fehlte es mir halt deutlich an Damage. Naja, aber es war trotzdem ein ziemlich geiler Run. Wir werden diese Idee auf jeden Fall öfters machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, auf Wiedersehen, euer Benneblade. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.